Willkommen beim Türchen Nummer 15, das hier oben zu finden ist. Jemand hat mir geschrieben, ich soll mir eine bessere Schere besorgen. Das liegt nicht an der Schere, sondern daran, dass ich sonst immer mit der linken Hand probiere, weil wenn ich mit der rechten Hand mache, klappt es direkt. Nur dann muss ich immer das erstmal weglegen, um die Kamera zu stoppen. Nee, nicht die Aufnahme stoppen, meinte ich. Meine Kamera ist unaufhaltsam, die kann man nicht stoppen. Erstmal schöne Grüße an den lieben Tom. Es freut mich, dass du endlich dazu gekommen bist, auch mal bei mir reinzuschauen. Dann habe ich gestern noch was vergessen zum Thema Modellbau auf YouTube. Es ist ja so, dass das unser Hobby ist und andere Leute, die ein Hobby haben, die können in Vereine gehen. Gut, es gibt auch Modellbauvereine, allerdings nicht so viele und nicht überall vor Ort. Von daher kann man das ja so sagen, wenn wir unser Hobby teilen wollen mit anderen Leuten, dann ist YouTube quasi unser Modellbauverein. So, also schauen wir mal rein. Schönes rotes Päckchen. So. Hier ist nichts. Oh. Eine Junkers. Eine schöne Stucker. Schön gelb. Ist das gelb oder Sandfarbe? Mal reinschauen. Hey, die ist ja schon geöffnet. Nur, was soll denn das? Schweinerei. Okay. Das hier ist aber noch verschlossen. Das hat sich gelöst. Es sind minimale Details vorhanden, aber ich denke mal nicht, dass man das in der Kamera sehen kann. In der Kamera. In der Aufnahme. Mann, heute ist durcheinander. Der Ständer. Oh, das ist ein bisschen schlicht gehalten. Sehr schlicht. Gut, also da ist nicht viel an Details vorhanden, wie fast immer der durch Flash schön gestaltete Propeller. Wir haben ein Bämmchen dabei. Tja, kann man nicht viel zu sagen. Schauen wir doch mal. Zuerst mal sondieren wir den Papiermüll vom Rest. So. Hier müssten die Deckel sein. Da sind sie auch schon. Zack, einmal die Deckel. So. Und das tun wir hier. Das hier dazu, damit das nicht verloren geht. Dann schauen wir mal in die Anleitung rein. Ganze 8 Schritte. Nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Nicht allzu viele Farben, wie man hier sehen kann. So. Und die Bemalung entsprechend. Können wir doch mal rausfinden. Was ist denn jetzt? Ist das jetzt gelb oder sandfarben? B ist Afrika braun. Okay, da lag ich total daneben. Und von unten ist es hellblau. Okay, mit hellblau habe ich jetzt genug Erfahrung mit der DO 17. Ich werde jetzt auch gleich noch was anderes auspacken, nämlich meine DO. Die ist komplett eingepackt, wirklich komplett, von oben auch, aber das zeige ich nicht so viel von. Ja, das mache ich jetzt, während das Video bearbeitet und gerendert wird.
Und dann sehen wir uns morgen schon beim Türchen wieder. Beim Türchen Nummer 16 wieder. Bis dahin. Tschüss.